get fucked, I guess. First map. Wenn ihr Support braucht, wir haben einen Zerstörer da, der könnte theoretisch helfen. Der wird aber keine Zivilziele beschießen. Also, weiß ich nicht, wie hilfreich das ist. Also, ich sehe nur ein Krankenhaus als Zivilziel, der Rest kann weg. Sonst habt ihr Magnon zur Luftaufklärung, sonst was. Also, kann euch die ganze Zeit beobachten und sagen, da ist ein Bösewicht. Achso, ich mach die Drohne kaputt. Mal gucken, was ich mach. Ja. Fertig. Tilo kann hier, die ist zur Stage, mach was du willst. Ich hab keinen Bock mehr. Hast du alles gesagt, oder nicht? Ja, hab ich auch. Ja, keine Ahnung, du hast das gebaut, weiß ich doch nicht. Deine Anweisung. Achso, Marker. So, hier. Lacker, für dich, so mit letzter Standort ist markiert. Das ist eine kleine, so eine Art kleines, weiß ich nicht, Schiff, Fischerdörfchen auf dem Wasser. Verbindet diese zwei Inseln halt. Also basic, die sind hier so ein Steg, Häuserchen oder so immer. Ja? Hast du so mit? Hm. Da. Ja? Gut. Markiere einfach dein Infill-Point, wo du hin möchtest. Und dann wäre ich soweit durch. Achso, wenn die Waffenlage oder sonst findet, die Bridgeschirm-Sprengladung, solltet ihr sie am besten zerstören. Dann können die weniger Mittel, irgendwelche Boote wieder anzugreifen. Diese tollen Piraten. Ihr werdet gleich direkt auf dem RIP starten, heißt nicht aussteigen. Danke. Also Leute, Doppelforderung. Wenn du mir sagst, wo du hin willst, dann können wir reingehen. Oder du willst noch irgendwas klären, weiß ich nicht. Soll ich durchgehen? Oder hast du noch Punkt erst für mich? Dann kann ich auch fast direkt anfangen. Ja, ich bin eher gerade am Überlegen, wie die scheiß Topografie von... Das ist alles ziemlich flach. Sieht flach aus. Ja. Da ist ein bisschen höher als hier. Das ist noch höher als da, aber hier ist auch genauso hoch. Ich sehe nichts. Ist niedriger. Da ist hoch, wo 25 so steht. Da ist auch hoch, weil 20 da steht. Da ist nur 10. Da ist ein Krankenhof, das ist höher. Und da ist ein Turm, der hoch ist. Aber er ist vorhanden. Kannst auch den Kartenmodus wechseln, wenn es dir hilft. Hast du die weiß-grün Karte? Es sind zumindest Höhenlinien mit drauf. Sind da auch, aber die sind halt scheiße. Die siehst du halt fast nicht. Korrekt. Ja. Ich setz euch erstmal hin, du sagst, du funkst dann einfach. Geht. Funkfrequenz müsste ich euch selber markieren. Kommandofunk ist 6-9. Für dich, Magnon, ich gebe dir gleich noch einen Longfunk mit. Mhm. Backer, du hast einen Satcom. Glückwunsch. das war's. Gehen wir rein. Ich bleib hier. Nein, das ist gelogen. Ach nee, die ist schon wieder blöd. Oh, for fuck's sake. So. Fahren die Boote nicht mehr selber. Ich? Ne, bei uns ist irgendwie ein... weiß nicht, wer das ist. Der Danny Campbell. Morgan. Hallo Lacker. Jo, grüß dich. Grüezi.
Ja, ich kann dir jetzt, bist du Longfunk oder bist du reicht dir die Satcom? Ich gehe hier Longfunk. Ich hab doch einen Longfunk. Das reicht für die Karte. Ja, okay, du hast zwar keinen Longfunk, aber reicht für die Karte. Okay. Ich weiß nicht, trotzdem Satcom rein. Ja. Oh. Hast du schon einen Punkt, wo du hin willst? Ja, steht doch. Ist alles dunkel, ich sehe nichts. Ah, ja. Dakar. Ah. Hast du eine Longfunker? Ich hab einen 152, das reicht für die Karte normalerweise. Funkst du auf 69 Milliarden, wenn du los willst, bestanden? Funkcheck 69. Erstmal meine Dinger markieren. Kommt durch. Was? Left only, right only. Shadow? Heyo. Du bist auf der 69? Check. Ja. Aber bei mir nicht an. Get fucked. Also Spartan habe ich gerade auch gehört. Never mind, mein Fehler. Alpha ist Kanal 1, Bravo Kanal 2. Passt. Kilo. Nee, ich hab mal. Wir warten noch kurz auf unseren verlorenen Sohn und dann geht's los. Nee. Magnon? Ja. Ist deine Global Hawk da? Ja, die wäre in Position jetzt. Talk für Kilo, Global Hawk im Einsatzgebiet. Alter, fuck off. Ist ein Klick lang. Mag dann für dich einmal letzter Standort überprüfen. Ja, ich lasse um die Insel kreisen. Kilo. Ja. Ja. Genau, ja. Kilo verstanden. Joker. So, offenbar ist jetzt. Hallo? Jupp. Ja, hallo. Keks auch da? Ich bin auch da. Sechs, so will er doch nicht freiwillig fahren. Gute Frage. Du fährst? Check, Keks fährt. Funkfrequenz? Jo. Wir fahren dir hinterher, wa? Ja. Willst du irgendwie was machen? Die wieder vor dem Motor außen treiben lassen? Wie hast du das vor? Jo. Wie abwarten? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie laut die Boote sind. Ich weiß nicht, wie langsam sie treiben lassen kann. Wenn wir uns treiben lassen, dann bremsen wir halt recht schnell aus, ne? Also, wir können basically ab meinem Strich oder so versuchen, Boote zu kappen und dann vorbei, aber. I don't know. Ja, ich habe ja eine Linie und davor hatte ich gerade noch einen Strich, so ich dachte mir so, ab hier vielleicht, wenn das überhaupt funktioniert. Nee, also ich glaube, also wenn du hier wirklich hältst, das ist halt schon
Wie gesagt, die Dinger bremsen recht schnell, aber sehen wir dann. Keine Ahnung. Ja, 100 Meter vorher. Also. So. Jungs, wir gehen vorhin hin auf die 102. Nein, Kanal 2. Ich bin jetzt schon auf 102, fuck off. Das ist Kanal 3. Check. Drück halt einfach. Fuck off. Kam durch. Jo, Start. Check. Kam durch. So, Keks halt geschnappt. Ein Haufturm. Erstmal passieren lassen. Könnten gespottet sein. Sie können dann gleich loslegen. Schön, dass es gut ist. Einfach drüber einmal links rum. Ausschalten. Das muss man nochmal üben. Langsam vorrücken.
Sicht eine Person am Steg. Kann ausschalten. Voll frei. Frage, Position. Ich mach schon. Von wem? Alle vielleicht? Hey, wo finde ich das komische Waffengedöns? Ja, das ist so zum Kotzen. Nee, wisst nicht. Zwei Personen noch im Fischerhaus, ein MG. Vorderes, linkes Fenster und einer am hinteren. Hast du es gefunden, Lacker? Einer auf Laser. Kurze. Intelligent. Wie wär's mit Licht aus? Bist du oder soll ich? Ne. Achtung, Bravo mit dem Sicherung vom Fischerdorf. Nicht stehen bleiben, ran an die Hauswand. Achtung, auf das Fenster, wo ich flashe, steht einer. Hinten durch steht einer. Achtung, einer oben. Obere Etage im Haus, einer vorne ein. Im Gebäude gerade Kontakt. Besser. Ja, wir zurück nach, keine Sicht mehr ins. Das ist die Frau, wo hinter uns einrücken. Einander nehmen, dass wir das andere Haus übernehmen, links von euch, von denen. Wir würden das Haus links übernehmen. Soll ich euch sagen? Kreuzen. Ist egal, lass kurz sein. Bitte? Oh, for fuck's. Hey, please. Aha. Nein, doch nicht. Aha. Klettern, Shadow, klettern. Tu ich ja gerade, er will nicht. Klettern hier nicht möglich. Oh, wait! Aha. Armer Bugs, helf. Die Dinger buggen ohne Ende, I hate it. Ich kreuze da mal und gehe ganz vorsichtig an euch vorbei. Ohne hoffentlich zu sterben. Dann hinter uns ins Gebäude rein, I guess. Gleich ins Vor. Tür ist jetzt zu, ich gucke, ob ich durchkomme.
bitte nimmt mal kurz hohe Position. Wo ist Lager eigentlich abgelegen? Der liest gerade die Information vor euch aus. Licht Richtung Osten, zwei Personen unbewaffnet. Zwei Personen rechts vom Licht im Osten unbewaffnet. Zwei. Ich geh zurück. Ja, die schaffen es nicht, den Steg hochzuklettern. Na gut, dann sollen sie jetzt hier dran durchschwimmen, wenn es gut ist. Oh, dann ja, der eine ist zurück zu uns gekommen. Fahrzeug inbound. Ausgeschaltet. Dann lass mich umstellen. Alpha, wir sichern den markierten Bereich auf Karte bis zum Haus hoch. Ja, ich weiß. Ja, und ja, er hat mir gerade gesagt, was unsere Aufgabe ist. Punkt 69. Kilo Alpha für Kilo Delta. Aktuelle Lage. Euch ist das Boot, das bewaffnete, aufgefallen, das da angeankert ist beim Dorf? Das nächste. Ich will euch nur warnen, das hat Einsicht auf den Bereich, den ihr sichert wollt. Check Alpha wird erstmal weiter am Strand verbleiben. Wir werden auch Richtung Osten weiter aufdrücken, wenn ihr Kontakt habt, melden. Nee, hab ich nicht. War das umgestellt. Haben wir rechtzeitig auf der anderen Insel Kontakt? Checker. Negativ, kein Kontakt. Test.
Am Strand entlang sehe ich erstmal keine weiteren Kontakte. Gut, danke Benji. Okay, jetzt hoffe ich noch. Bin hinter dir. Ja, Lacker wurde hier interpretiert. Hallo Lacker. Der ist bewusstlos. Nein, ist er nicht. Ist ja. Seit wann hast du ein UGL? Die ganze Zeit schon. Die Frage. Machst du weiter Lacker oder? Was ist denn jetzt da momentan? Wir haben wohl drei Geiseln. Shadow konnte nicht bestätigen, dass das die dingensgedönsten Leute sind, die Geiseln. Und wir hocken jetzt gerade am Strand und haben vor uns irgendwo ein bewaffnetes Boot und warten gerade. Ja, der Trupp müsste irgendwo nordwestlich von uns aktuell sein. Standby. Okay, die Intel's waren bringt 4 zum Leuchtturm. Das war's Intel. Bringt 4 zum Leuchtturm, witzig, der Leuchtturm ist Brei. Ah ne, das war der Funkturm, wo ist der Leuchtturm? Der Leuchtturm ist östlich von der Stadt. Ach, da unten. Okay, wo sind die Geiseln? Bei Shadow oben. Oder was? Schatten hat wohl 3 Gefangene. Okay. Gut, ich werde halt jetzt erstmal Richtung. Eigentlich ganz gern die Boote wieder. Hat es besetzt. Müssen wir selbst evakuieren oder werden wir evakuiert? Ne, Evac haben wir. Ja, dann weiß ich nicht, ob die Boote so sinnvoll sind. Nee, ich habe gerade überlegt, ob wir zuerst das kleine Ding umfahren sollen, wo es bewaffnete Boot ist, oder ob wir es gleich einnehmen. Kann aufnehmen. Lacker? Talk für Kilo.
Wir haben weitere Gefangene entdeckt, Frageverfahren. Ja, 3 Gefangene von den Piraten. Das sind anderweitig Gefangene. Gefangen genommen durch Piraten. Da? Senpai, Bravo für Alpha. Einmal Excel Point für die Gefangenen auf Karte markieren, Gefangene dorthin bringen und dann weiter nach eingezeichnetem Plan. Wir sind grün, Bravo ist rot, ne? Ja. Delta für Alpha. Kilo Delta für Kilo Alpha. Dead End. Jetzt nicht, dass Magnum nicht auf Funkkanal ist. Kann sein, dass Magnum bei uns auf der Short ist. Der hat eben bei uns auf der Short gefunkt. Magnum für Lacker. Man hört. Hast du mir nähere Infos zu dem kleinen Dorf? Definier das kleine Dorf. Das mit dem roten Pfeil. Ja, das durch Pfeile markiert ist. Ein Techie, mehrere Infanterieeinheiten, ein bewaffnetes Boot, 2 Patrouillen mit jeweils 3 Mann. Das Techie ist in dem Fall auf der Straße ausgerichtet? Ja, Richtung Westen. Copy. Und noch 2-3 vereinzelte Einheiten. Ja, verstanden. Für dich nächstes Ziel erstmal bitte den Leuchtturm. Ich sehe einen Träger ins Wasser fahren. Somit. Der hat Langeweile. Ja, da fragt man sich, wo ist mein Träger, ne? Hey Mann, wo ist mein Auto? Können wir erstmal ein Stück weiter vorne noch Stellung beziehen, dass wir ein bisschen Hardcover haben? Ja, vorne beim Baum sammeln. Für Bravo Sammelpunkt Baum. Ich hab's kein Personal dabei. Ja, dann kommen sie hoch, lassen sie ihre Mannschaft das verteilen. Genau, nächstes Vorgehen, das kleine Kaff vor uns. Ja. Ihr werdet jetzt einmal umlaufen. Wir werden
von Nordwesten aus angreifen, ihr bitte von Osten. Ja. Dann einmal das Dorf sichern und dann schauen wir weiter. Check. Sollen wir direkt so einen Weg folgen oder können wir abweichen? Weil ich würde dann lieber den hier machen. Ihr könnt es abweichen. Ja, okay, weil das ist mir ein bisschen zu nah an den Gebäuden. Ich denke mal, Gegner hat keine Nachtsicht, dementsprechend habe ich mal den jetzt für Mann dann gemacht, dass der uns sieht. Ja, okay, dann ich melde mich dann, wenn wir kurz vor Position sind. Ich weiß noch nicht, wie es halt hier aussieht, ne? Ja. Sehen wir dann. Zur Info, eine Pat, zwei Pats aus jeweils drei Mann, Techie, vereinzelte Personen und ein bewaffnetes Boot. Ja, okay. Ja, ich meine, wenn wir da oben sind, dann können wir gucken, ob wir was davon ausschalten können. Dann beziehe ich erstmal Position und versuche von da erstmal alles wegzumachen, was wir kriegen können. Und dann eben schauen. Ja. Ansonsten vielleicht sehen wir auch schon von der 20 was und können da eben kurz was aufklären und dann eben gucken. Ja. Alles klar. Sollen wir los oder wie sieht das aus? Ihr könnt's los. Check. Einfach kurz sammeln. So, ach, ihr hört mich alle, ne? Okay, dann einmal für euch. Ihr beide habt es mitgekriegt. Roten Weg entlang, yep. Mit meiner blauen Abweichung. Okay. Jetzt hier für dich. Sollen dann von Osten aus Bravo angreifen. Das Dorf umlaufen dort und von zwei, Osten aus angreifen. Wir werden. Nochmal, ja, ist drauf dran, Julius. Unbemerkt an den vorbeikommen. Mach mal einen. Achso. Der Position oben, die der Freund, der markiert ist, die hier. Genau. Wir werden ich hab grad kurz gedacht, ob mit dem. Als du mit. Auf de angefangen hast, wolltest du nachfragen, was? Das ausschalten und danach die westliche Hälfte vom Dorf aus sichern. Fragen? Keine? Wir Westen, die Osten. Ja. Genau. So, in dem Fall werden wir langsam losmarschieren. Jetzt komme ich ja doch mal wieder auf blöde Ideen und melde mich doch mal ausnahmsweise wieder als FTL oder FQL. Würde ich feiern. Oh, das ist ein sich kleiner Fischerkutter mit, wenn ich richtig sehe, Kaliber 50 auf der Heckseite. Yep. Nein, nicht nur auf der Heckseite. Na gut, die Nase ist so dunkel, da sehe ich nichts. Das wird auf jeden Fall dein Ziel sein, such dir schon mal Posi. Ja, check. Halt mal kurz. Jetzt hier bleibt bitte auf unserer Höhe. Ja, ich gehe jetzt hier an den Strand runter, leg mich hin und mach mich bereit zum Schießen. Wir können weiter. Jetzt bleibt hier, bin dann fertig fürs Boot. Hast du beide im Visier oder bloß einen? Beide. Sauber Schussfeld. Plus Sicht auf den Hafen der Stadt. Dort keine Bewegung und ein Fahrzeug. Unbewaffnetes Fahrzeug. Hinter dir.
Für als Info, Bravo hat gerade auf dem Hügel ein Camp entdeckt und wird sich dem zuerst annehmen. Interessante Straße. Da kommt denn das Licht. Von da. Ist hier gerade ein Zivilist hin? Ja. Das war. Oh. Eine Person rennt zum Traktor. Wobei, ja, Zivilist. Einsicht in die Stadt. Zwei Leute am Fischercamp unten. Traktor fährt auf Straße. Oh fuck. Habt ihr das 50 Kilo im Blick? Welches? Ich bin auf Leben, okay. Auf dem Schiff das. Mhm. Ja, im Dorf drin. Die hat Ezio, aber wir haben eine Patte auf dem ja, Steg. Ja. Achtung, eine Patte auf Steg. Da vorne auch noch. An dem Fahrzeug jetzt gleich. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Links oder rechts umsteuern? Links. Copy, müssen wir auf den Lichtschein, Lichtkegel von dem anderen Fahrzeug hier aufpassen. Geht nicht direkt in den Wald rein. Null Sicht. Ja, Fahrzeug steht basically 20-30 Meter von uns linksseitig. Und frontal. Licht ausgeschaltet. Ja, wir laufen über die Hügel. Einsicht aufs Techie? Negativ. Ja, ich würde gern umlaufen, Hügel rum und dann von Norden aus in die Stadt rein. Alright, also noch weiter. Ja. Zwei Personen jetzt an der Fischerhütte am Steg. Bekannt. Patrouille gleich vor uns. Kommt genau auf uns zu gerade. Pathos 3, ich hab den letzten. Wir können alle drei sehen. Bei mir jetzt gerade. Jetzt hier Feuer frei. Genau in dem Moment, wo wir schießen sollen. Drei Leute auf Boot ausgeschaltet. Was?
Tracky ausgeschaltet. Status, Status. Grün. Zum Turm vorrück. Vier Leute auf Boot ausgeschaltet, ihr zurück nach. Ich komme von der Wasserseite aus, guck, ob ich die Patrouillen am Wasser abfange. Joker am Tor. Ist hier Status. Alles sauber, zwei Leute in der Hütte noch am Steg, wo der weiße Rauch ist. Können wir dann? Ich rück langsam weiter an die Hütte. Ausgeschaltet, Lager. Ich würde gleich eine Granate in die Fischerhütte werfen, wo die zwei Leute drin waren. Unbekannt, wie viele da noch leben. Wir haben noch keine Ahnung, ob irgendwo noch welche Gefangenen gewesen sind, ne? Keine Sprengmittel. Check. Sicht auf die Bravo-Truppen. Jetzt hier am Steg. Fahrzeug näher. Kann sein, dass ich den Schützen rausgeschossen habe, aber ich bin gar nicht sicher. Jetzt geht in die Fischerhütte. Fahrzeug ausgeschaltet. Eine Sonnenkiste. Zwei Leute ausgeschaltet. Jetzt hier keine Sprengmittel. Zwei Leute ausgeschaltet ohne Sprengmittel. Und wie war die Nate? Nicht meine. In dem Haus ist eine Sunny-Kiste drin, Lacker. Hab eine tote Geisel. Geht nicht. Ne, ein Feuer kann man nicht ausmachen. Stimmt die mit dem einem der Gesuchten überein? Blaue Arbeiterkleidung. Könnte der Mechanic Chief sein. Hast du einen Namen? Zwei Sekunden. Joker, Julius, einmal Richtung Nord sichern. Ja, sofort. Ich kontrolliere noch die restlichen Häuser gerade. Chief Engineer Corbon, not responsive. Ja, definitiv tot. Aufsteht. Ich brauch da mal einen Sunny, wenn wir einen haben. Joker steht vorne am Fahrzeug, was gekommen ist.
Kontakt Nord. So Copy. Wie viele? Mindestens 5. Kommt ihr klar oder braucht ihr Bravo? Noch geht's. Ich habe keine weiteren Kontakte mehr. Julius, du? Kann sich Kontakt. Copy. Flashbang. Julius, für dich kommt einmal Martin zum Vorarzten. Check. Links, ja. Hallo Julius, ich bräuchte meine Naht. Nö, brauch ich nicht. Ich danke dir. Fahrzeug Osten. Fährt von Norden ran jetzt. Könnte Zivilist sein. Zivil. Ja, es fährt anscheinend ein Zivi auf dem Moped unterwegs. Nee, das war ein Auto und der ist gerade in ein anderes Auto gekracht. Fahrzeugton Osten am Strand irgendwo.
Einmal kurz auf Karte schauen. Wir haben den weiteren Einsatzverlauf eingezeichnet. Wir werden hoch zur anderen Küstenseite verlegen. Dort dann am Ende. So, alle da? Ja. Ezio, komm mal kurz her. Das ist Julius, Ezio steht hier oben. Julius, komm mal kurz her. Also wir werden jetzt hoch Richtung Norden an eine andere Küste verlegen, dann rüber zur Porto marschieren. Im Anschluss werden wir mal die Straße oder den ersten Block sichern und im Anschluss dann weiter Richtung Süden uns vorarbeiten zur Hafenanlage. Fragen soweit? Ne. Gut. Fahrzeug links von uns. Ich glaube, da vorne kommen gleich Minenlacker. Ja, nicht nur vielleicht. Ey, also wir können die Schilder noch nicht ganz sehen. Sollen da etwa draufstehen, FKK-Baden verboten sonst? Wir sind hier immer noch an einem Strand, da kann alles Mögliche draufstehen. Ach so, deswegen auch die Panzersperre. Weiß ich, überbleibst du vom Krieg? Keine Ahnung. Nee, damit die Leute nicht vorbeikommen.
potenzielles Fahrzeug in der Stadt. Delta 4 Kilo. Haben wir im nördlichen Bereich der Stadt irgendwelche Dächer sehen erstmal von hier sauber aus? Auf den Dächern oder in den Innenhöfen? Wir sollen jetzt hier gleich auf der rechten Seite ein MG haben. Ja, da vorne. Du siehst den Lauf und den Sandsack. Ja, ich könnte weiter rechts rumgehen und den dann ausschalten. Warum willst du? Das ist eine sehr dumme Idee. Alpha? Ja, so richtig. Dann laufen sie Richtung Süd am Minenfeld vorbei. Joko, du nimmst linke Flanke. Julius, du nimmst rechte Flanke mit mir zusammen. Ezio geht auf linke Seite, Longscopes wegpacken. Es geht zum Häuserkampf über. Warte kurz, ich muss meinen Night Vision gerade fixen. Wir laufen rum. Da ist gerade einer in den Compound gerannt. Okay. Negativ, der kommt auf uns zu. Warte, ich sollte jetzt rechte Seite mit. Ne, linke Seite, ne? Guck mal, der nickt uns zu. Freies Schussfeld. Wir laufen los. Ausgeschaltet. Status. Grün. Grün. Also Joker, Ezio linke Flanke, Julius Lacker rechte Flanke. Wir haben nur Sichtprüfung. Okay. Wir haben einen auf dem Dach. Ausgeschaltet. Mehrere Leute auf Straße rennen auf uns zu. Komm in den Compound. Die Stadt ist aufgeschreckt. Ach so, im. Wird zu late. Die linke Straßenhälfte auf einem Dach. Ausgeschaltet. Ist tot.
Möglichkeit. Das wird mit Entdeckung. Joker-Status grün-grün auf dem Dach gerade. Copy zur Info, wir kriegen aus Süden Techies. Wieder grün kämpft weiter. Target Techies weit entfernt. Unbekannt. Copy. Ich habe von oben keine Sicht auf welche. Bauen Sie eine Down, ist down. Sehe ich Kontakt zu Techies? Die kommen Westen, die Osten, Osten die Straße. Ezio, Joker, einmal zu Bravo bitte verlegen, die brauchen Unterstützung. On my way. Irgendeiner ist hit auf dem Dach. Ja. Danke für die Information, das bin ich. Ja, die war vielleicht nicht nur für dich, sondern auch für den Rest vom Squad, sorry. Alter, du brauchst nicht jede scheiß kleine Information weiterzugeben, das nervt. Hier ist der Hardlinks. Ein Techie Gunner down. Weiterer Techie-Gunner down. Noch ein Techie-Gunner down. Wir werden erleuchtet in der Stadt. Außerdem habe ich einen Hit-Up. Ist das unterdrückt? Bin circa 20 Meter vor Bravo. Nicht um die Ecke rum, Ezio. 50k. Ja, ja, ist wieder besetzt. Hat er schon mal down. Ne, keine Chance für mich. Sprengmittel freigegeben. Sag mir, wenn das 50 down ist. Ich versuche, bessere Sicht zu bekommen. Warte, ich bait's auf mich. Warte, also noch nicht. Sicht 50 unbesetzt. Muss ich mal kurz decken. Check am Durchbruch vor dir einer.
Joker stark getroffen. Dann zurückziehen. Momentan nicht möglich. Hast du Möglichkeit für UGL auf die 50s? In Kürze. Okay. Sorry, Joker, jetzt hier, Status. Jetzt hier, Joker, Status. Der Respawn ist broke. Ha, ja. Cool. Na, wie geht's? Hi! Ich hab. Ja, ich weiß nicht, wie man. Auf die Gro. Ich weiß gar nicht mal, wieso das eingestürzt ist. Hat mich Hino geschrieben. Ich hab die ganze Zeit drauf geballert. Ja, deswegen. Wieder war eine Explosion drin. Au! Ah, dann war das meine AT. Oh mein Gott, ey. Also, ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann, aber ein ganzes Dorf voll mit Piraten anzugreifen ist halt vielleicht nicht so schlau. Ja. Ja, der ganze Stadt, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Und ohne Grund vor allem. Es gab keinen Grund. Jetzt keine Information, die gesagt hat, yo, geh zur Stadt. Sondern, da ist Leute. Ja, ja. Geh ja. Durch.